So, meine Freunde, ich würde gerne mit euch heute hier in diesem Stream über Josuha Guilavogui sprechen, über seine Vor- und Nachteile, wenn es zu einem Wechsel kommt und über den Spieler im Allgemeinen. Dazu möchte ich natürlich auch eure Meinung gerne wissen. Ich habe hier im Chat erstmal eine Umfrage für euch gestartet, wo ihr abstimmen könnt, ob ihr diesen Transfer gut finden würdet oder eben nicht. Das ist ja kein Problem, keine Frage. Gerne könnt ihr auch schon mal im Chat reinschreiben, ob es Freiwillige gibt, die gerne mit mir jetzt gleich im Discord auch darüber sprechen möchten. Die am besten dann auch direkt reinschreiben, ob ihr pro oder contra für den Transfer seid. Geil wäre natürlich, wenn sich zwei Leute finden würden. Der eine wäre für Guilavogui, der andere wäre gegen Guilavogui. Und ich glaube, dann wäre das eine sehr unterhaltsame Diskussion. Ich möchte auch erstmal vorab 1, 2, 3 Informationen zu Guilavogui nochmal reinwerfen. Wir sprechen hier über einen Spieler, der dann doch mit sehr, sehr viel Erfahrung kommen würde. Josuha Guilavogui ist 31 Jahre alt, 1,88 groß, Nationalität Franzose, also französisch richtig Guena, so. Spielt aktuell bei Wolfsburg, war aber im vergangenen halben Jahr nach Bordeaux verliehen. Hat auch immer noch in seiner Instagram-Bio stehen, dass er da spielt. Also hat scheinbar auch gar keinen Bock auf Wolfsburg mehr. Er möchte aber auch gerne nicht zu weit weg von Wolfsburg aus wechseln. Auch das hat man jetzt rausgehört gehabt oder hat er auch eben zum Preise gegeben. Das heißt natürlich auch, es kommen jetzt nicht ganz andere oder ganz verrückte Länder in Frage. Es ist ja auch so, dass Länder aus Katar, Saudi-Arabien an ihm interessiert sind und es da wohl Angebote geben soll. Diese Spur soll wohl sehr kalt sein, weil Guilavogui das eben nicht möchte. Am liebsten möchte er eben das, was man so hört zumindest, er hätte das mit Frankreich gemacht oder halt in der Bundesliga bleiben. Das ist eben der aktuelle Stand. Er wird im September 32, das sollte man zumindest erwähnen, auch wenn er aktuell noch 31 Jahre alt ist. Bringt an Erfahrung mit 16 Champions League Spiele, 16 Europa League Spiele, 7 Europa League Qualifikationsspiele, 184 Bundesliga Spiele, 18 DFB-Pokalspiele, 1 Spiel in der La Liga und 62 Ligue 1 Spiele mit 7 Toren. Das erstmal zum Profil von Guilavogui. Vielleicht nochmal als Randnotiz, hat einen Marktwert von 3,5 Millionen, hat noch ein Jahr Vertrag. Da ist es aber wohl so, Wolfsburg würde ihn ziehen lassen. Gibt es auch mehrere Berichte zu. Da ist wirklich die große Frage, ob die nicht sogar auf eine Ablöse verzichten würden. Wie in einem anderen Beispiel, wir bei Mitchell Weiser zum Beispiel auch gesehen haben. Einfach um das Gehaltsgefüge auch ein bisschen zu drücken, um das zu streichen zu können. Und man dann eben, wenn man eh keinen Platz eigentlich wirklich im Kader hat, Hand in Hand geht. Wolfsburg sich einen jüngeren, neueren Spieler holt und dann eben der Abnehmer Guilavogui umsonst kriegen würde. Es gibt Schätzungen, die sich berufen, also die meisten schreiben irgendwas von 2,8, 2,9 Millionen würde sein Gehalt aktuell noch betragen. Aber auch da gibt es ganz, ganz viele Berichte, wo du auch siehst, okay, Guilavogui weiß selber, er müsste da Gehalt streichen. Also aller Voraussicht nach weiß er auch, dass er eben nicht in diesem Bereich weiter verdienen würde. Hätte auch bei Bordeaux weniger verdient. Da war wohl die Rede von, ich weiß gar nicht, irgendwas zwischen 1,3 und 1,8 Millionen hatte ich mal gelesen gehabt. Aber in so eine Richtung halt. Und das ist halt auch unser Gehaltsgefüge. Also muss man auch da sagen, von dem her wäre das jetzt alles kein K.O.-Kriterium. Das, was ein K.O.-Kriterium sein könnte, wenn Wolfsburg sagt, nee, hör mal zu, wir wollen aber hier 2 Millionen Ablöse oder so. Dann wäre der ohnehin bei uns raus, das ist ganz klar. Aber, und darüber müssen wir halt eben sprechen, die Gerüchte, die es eben im Internet auch gibt, die sind ja schon viel weiter, als wie wir das jetzt sind. Also wir reden ja wirklich von, was wären die Vor-, was wären die Nachteile, könnte, hätte, wenn. Ne? In Internetforen und so weiter wird ja schon geschrieben, ja, dass Guilavogui grundsätzlich mit Werder einig ist und dass nur noch Werder und Wolfsburg reden müssten. Das ist natürlich ein ganz anderer Stand. Den kann ich hier überhaupt nicht bestätigen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ist mir auch wichtig, vor allem, wenn Leute das im Nachhinein gucken. Nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, das Ding ist schon durch. Das ist nicht so. Aber diese Gerüchte halten sich halt. Und die halten sich auch gut und weit oben in den letzten 3 Tagen. Also da kam schon einiges auch dazu und einiges bei rum. Schreibt mal gerne rein. Wer würde denn gerne im Discord gerade mit mir quatschen? Am besten einer pro Guilavogui und einer so ein bisschen kontra Guilavogui. Das wäre sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist nämlich gerade auch für Leute, die das Ganze hier im Nachhinein gucken, sehr interessant ist, auch mal Meinungen aus der Community eben mit Pro und Contra zu hören, und finde das im Allgemeinen ganz geil. Möchte ich gerne auch für die weitere Transferperiode beibehalten. Ich schicke euch mal gerade den Discord-Link rein. So. Und dann gucken wir mal. Genau. Moin an alle, grüß dich erstmal. Grüß dich erstmal, mein Lieber. Moin, Männer, Doktor, Grüße. Schön, dass du da bist. Und Damen, ja genau. Prinz Domdom, guten Abend, mein Lieber. Na? Bin ich gut? Alles fit bei euch? Alles fit bei euch? So, ich finde dazu auch kaum was zu tun. Oh, da findest du einiges, wenn du, also allein im Bochum ist ja sehr, sehr viel. Ich könnte dir, glaube ich, allein 10 Screenshots von gestern auf heute schicken, die ich dazu bekommen habe. Ich glaube, Dennis kann dazu auch ein bisschen was sagen. Hat mir auch was geschickt. Gibt aber 3, 4, 5 Leute, die mir dazu was geschickt haben. Ein Spieler mit seiner Erfahrung können wir mehr als gut gebrauchen, gerade auf der 6er-Position. Ja. Also prinzipiell wäre er und seine Qualitäten ein Upgrade für uns. Dennoch erscheint mir ein Wechsel von ihm nicht als sehr realistisch. Eine Ablöse wäre wohl fällig, wenn auch im moderaten Bereich. Das ist halt die große Frage. Also man hat ja wohl gehört, dass Wolfsburg ihn auch ablösefrei ziehen lassen würde. Und dann wäre das eine andere Situation. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wäre das Ding schon durch. Das müssen wir ganz klar sagen. Moin, Grüße, Grüße. News. Die seriösesten Informationsgeber aus dem Bochum-Turm 4 bestätigt auch das Interesse in Tendenz zur zeitnahen Verpflichtung. Hat gerade Rush reingeschrieben. Habt ihr gelesen? Und jetzt nochmal die Frage. Sehr, sehr gerne. Kommt 1, 2, 3 Leute in den Discord, quatscht mit mir darüber und dann reden wir einfach mal ganz offen so untereinander drüber, wie würden wir das denn finden. Wenn der am Ende da ist, können wir immer noch mehr dazu sagen. Versteht ihr, was ich meine? Aber jetzt können wir uns erstmal zu dem Gerücht und dem Spieler äußern, und ich fände es cool, wenn halt 1, 2 Leute sich auch bereit dazu erklären würden, eben im Discord dann darüber zu sprechen. Er ist doch bestimmt eine Ecke größer als Grosso, oder? Größer als Grosso. Guilavogui ist 1,88. Ich kann mal gerade kurz das Ganze hier aufmachen. Also Guilavogui ist 1,88. Kann mal gucken, wie groß Grosso ist. Bin mir aber ziemlich sicher, dass Grosso kleiner ist. Aber trotzdem kann ich mal aufmachen. Christian Groß, so. Christian Groß ist 1,82, ja. Ist auf jeden Fall nochmal ein Stück was größer. Aber die Frage ist, wer müsste dafür gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Weil das sehe ich nämlich auch so. Ich persönlich glaube auch, wenn ein Guilavogui kommt, könnte eigentlich einer gehen. Glaube ich auch. Oder wäre auch in meinem Kopf so. Hauptsächlich ein Gerücht aus dem Bochum. Genau, Antwort. Absolut richtig. Damit die People aus dem Bochum an dem Tag, habe ich das schon persönlich gesprochen. Den Kennzeichnungsgrund habe nachgeforscht. Okay. Du kannst keinem Bundesliga-Manager glauben, solange die Transferliste offen ist. Absolut, absolut. Das ist ja auch sehr, sehr viel gepokert. Das ist ja klar, ne? Das ist ja klar. Kommt Joshua, geht Rappo. Steile These, aber klar, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann es mir aktuell eigentlich nicht vorstellen. So, David und Sascha sind da. Ach, guck mal, David hatte ich doch sowieso besprochen gehabt. Guck mal. David passt doch super. David, mein Lieber, hörst du mich? Warte einen Moment, ich muss mal kurz hier die Musik leiser machen. Wunderbar. So, ich muss dich mal versuchen, bei mir lauter zu stellen. Du bist bei mir sehr leise. Jo, alles gut. Sag nochmal was. Moin, hallo. Ah ja, Tag. Perfekt. Jetzt, super, wunderbar. Aha, super. So, guck mal, dann holen wir den Sascha auch nochmal rein. Also wie gesagt, ihr seid natürlich gerne auch eingeladen, hier im Chat dran teilzunehmen, wenn ihr denn eben dazu was sagen möchtet. So, guck mal. Also, Sascha, hörst du mich auch? Da kommt keine Antwort. Ja, ich merke schon. Okay, Sascha, probier's sonst sag gleich noch Bescheid. David, erzähl mal, was sagst du denn zum Ganzen hier? Also ich persönlich finde, dass Guilavogui eigentlich eine sehr interessante Personalie ist, weil er halt auch die Bundesliga kennt, ist ein sehr erfahrener Spieler. Mhm. Wie gesagt, ja auch schon über 30. Und was ich halt eigentlich ganz gut an der Sache finde, man muss ja auch bedenken, in welcher finanziellen Lage sich Werder momentan hier befindet. Mhm. So, das Geld ist wirklich knapp und ich finde gerade bei solchen Transfers, die halt, vor allem, weil ich persönlich der Meinung bin, dass die Sechser-Position meines Erachtens auch unterbesetzt ist, beziehungsweise unterbesetzlich, aber qualitativ nicht den Ansprüchen der Bundesliga genügt, bin ich persönlich der Meinung, dass gerade so ein Spieler nochmal enorm weiterhelfen würde. So, weil Guilavogui hat jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, 7, 8 Jahren, die er jetzt Bundesliga gespielt hat, mit Ausnahme der einen Saison in Bordeaux, eigentlich schon gezeigt, dass er auf jeden Fall Qualitäten besitzt, halt vor allem zur Absicherung, aber halt auch vom Spielaufbau her nicht gerade der schlechteste ist. Und das habe ich dir auch gestern, glaube ich, schon auf Insta geschrieben, dass wir gerade jetzt gucken müssen, dass wir vor allem gute, günstige Spieler finden, die dem Verein sofort weiterhelfen, um sich halt wieder kurzfristig, beziehungsweise auch gegebenenfalls mittelfristig in der hier Bundesliga wieder zu etablieren. Das ist meine Meinung. Und die zweite Meinung, die ich auch positiv finde an dem Transfer, ist, dass ein Grueff nicht komplett verbaut wird dadurch, weil Guilavogui ja auch schon, wie gesagt, älter ist, ein Grueff sich in der Hinterhand quasi weiterentwickeln kann und auch so garantiert die ein oder andere Einsatzminute bekommt. Absolut. Vor allem muss man eine Sache noch sagen. Bordeaux hätte ihn gerne behalten. Also selbst diese Saison war eigentlich gut. Also dieses halbe Jahr, wo er da war. Aber Bordeaux ist halt abgestiegen und deswegen konnten die den nicht holen. Das war das Problem. Er selber hatte auch, ich glaube, das war bei der Bild. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es war bei der Bild. Hatte er auch, wurde er auch da zitiert. Er wollte ja gar nicht zurück. Also er wollte ja gar nicht zurück zu Wolfsburg. Musste aber eben wegen dieser ganzen Geschichte, denn ich kann mal ganz kurz auch eine Sache zitieren. Ich habe hier einen Artikel, wartet mal, guck mal, das ist sogar die Bild. Pass auf, denn die Franzosen liehen die Mittelfeldstrategen zunächst bis Saisonende aus und sicherten eine Kaufaktion für 2 Millionen. Diese greift aber nur bei Klassenerhalt. So, das heißt, vor einem halben Jahr hätte Wolfsburg Guilavogui schon für 2 Millionen ziehen lassen. Jetzt wiederum hat er nur noch ein Jahr Vertrag, wurde eben nicht gekauft und ist eigentlich aussortiert. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und sein Marktwert ist nochmal weiter geschrumpft, muss man auch dazu sagen. Das heißt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch diese 2 Millionen, die halt damals aufgeworfen sind vor einem halben Jahr, dass man da sagt, okay, nee, da macht man hier irgendeine Vertragsauflösungsklausel und dann ist gut, ne? Ja, genau. Also ich meine, ich habe es auch so mitbekommen, weil ja auch hier Bordeaux Geldprobleme hatte, das vorher bekannt war, dass hier Wolfsburg, meine ich, sogar die Ablöse, also die festgeschriebene Ablöse für Bordeaux auf 600.000 lediglich reduziert habe. Aber dann kam ja dieses ganze Insolvenzverfahren, was sie da halt hatten in Bordeaux, und deswegen auch mit dem Abstieg dann in die dritte Liga in Frankreich hat sich das ja sowieso gegessen, das Thema. Und es geht wohl jetzt auch so aus forumnahen Quellen, dass halt wohl die Ablöse angeblich jetzt ungefähr auch in diesem Rahmen liegen sollte. Ungefähr 500.000, 600.000. Dass Bremen jetzt eigentlich sich momentan nur noch in Verhandlungen befindet, die Ablöse eventuell noch ein bisschen zu senken. Also vor ein paar Wochen war das schon so der Fall, dass wohl man sich mit Guilavogui angeblich schon einig gewesen ist, mündlich. Oder da halt das weitestgehend geklärt wäre. Und hier, dass Werder damals auch noch diese Ablöse bezahlen wollte. Und jetzt kommt das auch in diesem Zusammenhang, dass ja Buchanan wohl doch auch 500.000 gekostet haben soll. Also, dass sie ihn halt nicht komplett ablösefrei bekommen haben. Und dass deshalb Werder jetzt forciert, den Spieler ablösefrei zu kriegen. Und da liegt jetzt momentan dieser Verhandlungsschwerpunkt noch drauf, weil man sich mit dem Spieler angeblich schon einig sei. Ich muss auch dazu sagen, erstmal vielen lieben Dank, Felice, für die 5 Euro. Muah, kurz an meinen Bruder und Glückwunsch an meinen Bruder, denn ich hatte gelesen gehabt, ich habe das Video noch nicht gesehen, Felice, schreibt uns gerne mal rein. Ich habe aber gesehen, Überschrift irgendwo, Boetius Einigung mit Hertha. Also wenn ihr den bekommen habt, dann Glückwunsch von meiner Seite aus, auch gerne mal vom Chat. Boetius ist wirklich ein richtig guter Mann, hatten wir oft drüber geredet gehabt in unseren Bundesliga-Talks. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich möchte auch hier auch nochmal Leon, der auch was zu dir gerade noch geschrieben hat, oder zu dem, was du gerade auch gesagt hast. Für den Preis muss man ihn mitnehmen, bevor sowas wie Bochum oder Augsburg den holt. Und bei dieser Geschichte, dieser Transfergeschichte, sage ich mal, wo wir gerade sind, also wo wir jetzt gerade uns befinden, in einer Summe, die vielleicht wirklich Richtung Weiser-Niveau geht, ne? Also dem, was wir jetzt auch bei Weiser hatten, gehaltsätzlich und so weiter, weil er halt eben Bundesliga spielen will und auch nicht komplett weit weg möchte, hat er ja auch schon mal gesagt gehabt, kann ich mir das extrem gut vorstellen, dass diese Nummer wirklich intern auch heißer diskutiert wird, als es vielleicht nach außen kommt. Im Forum wird ja schon viel diskutiert und fleißig diskutiert. Ich bin extrem gespannt, was halt am Ende da wirklich dran ist und ob dieser Transfer halt zustande kommt. Ich persönlich fände diesen Transfer unter diesen Bedingungen, wenn das finanziell alles so ist, wie wir das jetzt hier alles mal so durchspielen und so weiter, dann fände ich das sehr, sehr gut. Das muss man dazu sagen, ne? So, um hier auch nochmal auf ein paar Kommentare einzugehen bezüglich Christian Groß. Mhm. Da ja auch hier gesagt wird, ja, was jetzt mit Groß wird. Also ich persönlich, die Absicht hinter Groß war ja eigentlich, dass er damals zu U23 geholt werden sollte, als erfahrener Mann. So, und Groß ist ja auch nochmal eine Stufe älter als Guilavogui. Und ich persönlich schließe mich dem, ich muss jetzt eben kurz lesen, den Dom an, dass für mich persönlich Groß zwar für die zweite Liga halt als zuverlässiger Mann immer funktioniert hat und das halt auch geklappt hat, aber ich persönlich auch der Meinung bin, dass Groß im ersten Jahr, beziehungsweise den ersten beiden Jahren, auch nicht unbedingt jetzt wirklich qualitativ die Bundesliga-Tauglichkeit unbedingt bewiesen hat. So, weil Groß ist zwar ein zuverlässiger Mann, der immer zur Stelle ist, aber vor allem was Tempo angeht und auch jetzt wirklich Spielaufbau mich da nicht vollends überzeugt hat, weil dort halt so meiner Meinung nach so die Schwächen liegen. Nicht unbedingt in der zweiten Liga, da hat das ja gut funktioniert, da hatte ich auch eine ordentliche Passquote mal gehabt, aber meines Erachtens nach ist das in der Bundesliga nochmal ein deutlich temporeicher, da wird deutlich kompakter agiert in den Mittelfeldern, vor allem von stärkeren Mannschaften. Und da würde ich halt auch jetzt sagen, wenn man so ein Mann wie Guilavogui kommt, der meines Erachtens nach qualitativ nochmal eine Stufe höher anzusiedeln ist als Groß. Es sind für sinnvoll erachtet, dass man Guilavogui halt diesen Stammplatz gibt und dahinter Grueff aufbaut. Vor allem bei Grueff macht es nochmal wieder mehr Sinn, weil der ist jung, der hat sein Talent gezeigt in der zweiten Liga. Und er ist halt auch wieder so ein Mehrwertspieler. Das heißt, wenn man den halt gut aufbauen kann und dem halt auch so hinter Guilavogui immer wieder Einsatzzeiten gibt, steigt sich natürlich auch der Marktwert und man könnte ihn dann halt auch eventuell in 1, 2 Jahren teurer verkaufen, wiederum. Deswegen bin ich... Wie bitte? Nee, sag ruhig. Nee, weil ich persönlich... Also ich persönlich würde es dann so... Sollte Guilavogui kommen, würde ich halt schon Guilavogui als Stamm einsetzen. Mit Grueff dahinter, man kann dann ja auch in diesem Dreier-Mittelfeld variieren, dass je nach Spielsituation man dann auch zum Beispiel mal mit 2 Sechsern spielt. So geht ja auch, dass man dann zum Beispiel Grueff für einen Bittencourt oder für einen Schmied bringt. Und ich würde Groß als Nummer 3 halt ansiedeln, so als den Feuerwehrmann, der halt vor allem ja auch variabel in der Defensive einsetzbar ist. Das einzige Problem, was ich da halt nur an dieser Guilavogui-Verpflichtung sehe, ist halt, was man dann mit Rapp macht. Das ist so das Problem dann halt, weil... Was du ja auch gesagt hast, dass bei diesem einen Artikel, ne, dass Rapp halt schon nicht jetzt, sage ich jetzt mal, der Bankdrücker oder eine Banddrücker sein möchte und auch gar keine Lust hat, den Platz auf der Tribüne zu wärmen, wird halt schwierig dann halt, wie man mit Rapp verfahren wird. Vor allem, weil die Innenverteidigung ja auch schon sehr breit besetzt ist, weil wir da auch ja, wenn wir jetzt nochmal Groß und Jung, die ja auch Innenverteidigung spielen können, dazu zieht, man schon so 6, 7 Leute dann auch für die Innenverteidigung schon hätte. Ich muss dazu 2, 3 Sachen auch sagen. Erstmal ganz kurz zu Marxen. Transfermarkt oder Sky hätten darüber auch mal berichtet, wenn die Quelle seriös wäre. Da muss ich direkt mal einlenken zu, ich habe auch damals gesagt gehabt, dass ich immer erstmal warte, bis ein Artikel darüber berichtet wird oder sonst was, aber auch Artikel sind oftmals falsch. Und aus dem Forum kam zum Beispiel, nur mal so, als um das mal reinzuschmeißen, auch Jens Day und Oliver Burke, bevor irgendeine Zeitschrift, bevor irgendein Sender in irgendeiner Form darüber berichtet hat, war das ganze Ding im Forum. Und zum Beispiel auf der anderen Seite, wo Sky das erste Mal über den Werder-Sache berichtet hat in diesem Sommer, war eigentlich Tiré. Und da haben die das für sehr, sehr weit berichtet. Und alle gesehen, was am Ende dabei rumgekommen ist. Deswegen, es kommt immer darauf an, von welchen Leuten ist das, von welchen Informationen ist das. Auch aus dem Forum gibt es Leute, die sind gut informiert, die haben einen guten Riecher. Das gleiche gilt auch für Sky, da gibt es Leute, die haben einen guten Riecher, die machen das gut, aber auch da gibt es Leute, die manchmal auch falsch liegen oder eben, dass es halt so ist. Das ist aber auch vollkommen normal in der Transferperiode. Also ihr werdet, und das ist mal so zu 100 Millionen %, kann man das sagen, wenn ihr in jeden Transfer reingeht und sagt, dieser Transfer wird 100%ig nicht funktionieren, werdet ihr die sein, die am Ende der Transferperiode, wenn ihr das zu jedem sagt, wahrscheinlich mit 80% immer im Recht liegen werdet. So, weil am Ende eben nur von allen Gerüchten und allen Spielern werden nur 20% kommen. Das ist ja auch vollkommen normal. Über jeden Verein werden in jedem Sommer ungefähr 30 bis 40 Spieler vielleicht diskutiert. Ich übertreibe jetzt mal, ne? 30 bis 40 Spieler diskutiert. Am Ende kommen dann vielleicht davon 5. So, das heißt, natürlich kannst du da immer so reingehen oder du kannst halt einfach Lust haben, über diese Spieler dann auch zu reden, sich darüber zu informieren und zu gucken, ey, macht das eigentlich Sinn oder nicht? Ihr habt auch, oder die Leute, die die Werder-Doku gesehen haben, ohne jetzt Großes vorwegzunehmen, aber ihr habt auch gesehen, wie da so ein Transfer zustande kommt. Ihr habt auch da gesehen, dass man da auch am PC nochmal guckt, was sind eigentlich die Leistungsdaten, was sind eigentlich die Fakten, die wir haben, wo hat er am besten gespielt, wo hat er den höchsten Marktwert auch. Das wird alles auch bei den offiziellen Vereinen gemacht. Ne? Das ist nicht nur so was hier gemacht wird, sondern es wird überall so gemacht. Also das kurz dazu. Zu Grosso muss ich sagen, da muss ich ihn ein Stück weit in Schutz nehmen, sage ich mal. Ich finde sein Tempo eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also wenn man jetzt ihn mit beispielsweise Velkovic oder so vergleicht, ist er eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und hat halt auch gezeigt, dass er immer relativ sicher ist. Also auch sowohl ob der in der Innenverteidigung einspringt oder auf die 6 einspringt. Also als Allrounder kannst du ihn auf jeden Fall immer gebrauchen. Selbst wenn ein Guilavogui jetzt kommen würde, könntest du ihn Groß so in zweiter Reihe vielleicht noch gebrauchen. Irgendwie so als... wo du immer weißt, was du bekommst. Man darf aber auch nicht vergessen, auch für die, die jetzt im Chat, sage ich mal, sehr von Großschlag überzeugt sind, was vollkommen okay ist, er wird halt im Februar 34 Jahre, ne? Also ist nochmal wirklich ein gutes Stück älter, wo du halt auch weißt, dass das wird jetzt nicht, sage ich mal, es wird ja nicht besser, sondern wir wissen es alle, ne? Es ist halt auch das Alter dann und dann ist man halt eben auch 34 dann, aber trotzdem ist das immer noch jemand, wo du weißt, was du bekommst. Zu Rappo muss ich sagen, dieser Guilavogui-Transfer, sage ich persönlich, hätte keine Auswirkung auf Rappo, weil er eben diese Bundesliga-Chance jetzt auch nutzen will. Der wird sich zeigen wollen, der wird auch erstmal damit klarkommen, ne? Mit diesen Einwechseln, mal im Mittelfeld, mal auf vielleicht in der Innenverteidigung, mal auf der 8, mal auf der 6. Da wird Rappo mit klarkommen und das macht ihn vielleicht auch gerade jetzt am Anfang aus, diese Stärke, dass er eben so variabel einsetzbar ist, auch über die zweite Reihe. Was er nur nicht mitmachen würde, ist, wenn das auf Dauer über die ganze Saison so wäre, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er nach der Saison auch geht. Ne? Das kann ich mir sogar sehr, 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 sehr gut vorstellen, weil da hat der keinen Bock drauf, da haben auch die wenigsten Spieler Bock drauf, wenn du weißt, du bist eigentlich nur der Bankspieler. Ne? Gibt auch Leute, die sich damit zufrieden geben, wie zum Beispiel Petersen, ne? In Freiburg, der die Rolle sehr gut angenommen hat als Backup, aber ja, das ist eben auch nicht für jeden was und gerade wenn du im guten Fußballeralter bist, jetzt noch, wo Rappo ja auch jetzt ist, dann willst du vielleicht auch nochmal irgendwo als Stammkraft agieren, sage ich mal. Ja, das vielleicht mal dazu, um das so reinzubringen, ne? Ja, also ich ruder auch ein bisschen zurück. Also habe ich mich vielleicht ein bisschen harsch ausgedrückt mit Groß. Also natürlich, Groß ist halt ein zuverlässiger Spieler, deswegen würde ich den auch nicht, also hier, Anfo hat es ja auch geschrieben im Chat, ich würde ihn nicht in die U23 zurückbeordern, das wäre auch ein bisschen Quatsch, vor allem, weil man in der U23 eigentlich mit Bargfried den identischen oder einen ähnlichen Spielertypus da schon bereits hat. Deswegen würde ich schon auf Groß auf jeden Fall weiter bauen und auch setzen. Aber ich würde ihm jetzt halt nicht so diese großen Anteil an Spielzeit mehr einräumen, sondern eher halt wirklich dann, wenn mal Not am Mann ist, wenn es irgendwo einen Brennpunkt gibt, sei es in der Innenverteidigung oder auf der 6, dass er da nochmal zum Zug kommen kann, weil man eben weiß, was man bei Groß bekommt und dass er halt auch immer zuverlässig ist. Der fällt zwar jetzt nicht auf mit überragender Leistung, okay, für die Verhältnisse, ne, dass er eigentlich vor Werder nur drittklassig immer gespielt hat, schon überragend, aber er ist halt immer ein zuverlässiger Mann, so, also ich würde ihn halt dann immer einsetzen, wenn es brenzlig wird, aber ich würde jetzt nicht ihn immer als erste oder zweite Wahl setzen, so ist es halt, ist aber auch meine persönliche Meinung halt, ne? Ist auch vollkommen okay, also das finde ich sowieso, deswegen sage ich ja auch ihr im Chat könnt natürlich ja auch gerne eure Meinung reinschreiben oder auch gerne hier reinkommen, uns mitreden oder auch diskutieren, eure Meinung, sage ich mal, reinschmeißen. Dafür ist das Ganze ja da und dafür möchte ich auch gerne so gerade diese spontanen Livestreams auch nutzen, wenn eben es sich um sowas handelt und man merkt, okay, das hält auch über Tage und ist nicht auf einmal so ein, kennt man ja auch, manchmal ploppt ja was auf, ist eine Stunde später schon wieder weg, ne? Aber gerade bei so Sachen miteinander darüber zu reden und zu diskutieren, finde ich immer auch eine gute Sache. Aber ja, ich bin extrem gespannt, was da wirklich am Ende dran sein wird. Ich kann es mir, wie gesagt, einerseits vorstellen. Ich sehe ihn auch als Stammspieler. Also wenn er kommen würde, würde ich ihn auch als Stammspieler sehen. Finde auch so ein bisschen schlecht das Argument. Gestern kam das so auch von 2, 3 Leuten, die geschrieben haben, ja, man hat ja bei Wolfsburg gestern, wo er reinkam, gesehen, dass der nicht über die Qualität oder so. Finde ich ein bisschen schwach fast schon, weil... Zum einen sagt er ja selber, er möchte in Wolfsburg nicht bleiben. Zum anderen weiß er vielleicht, dass er kurz vor dem Wechsel ist. Heißt, er geht nicht zu 100% in irgendwelche Zweikämpfe rein, weil du halt weißt, wenn du dann verletzt bist, kommt ein Wechsel nicht zustande. Siehe damals auch Bittencourt oder siehe auch zum Beispiel in der Werder-Doku, ne, wo die das auch nochmal ganz gut auch gesagt haben, jetzt, wo der Transfermarkt zu Ende ist, weiß jeder, dass er hier läuft, jetzt kann auch jeder 100% wieder reingehen und braucht keine Angst vor Verletzungen haben. Das ist vollkommen normal im Fußballgeschäft. Dann halten sich auch manche Spieler zurück. Das ist so, ob wir es, sag ich mal, wollen oder nicht, ne? Aber am Ende ist das nun mal ein Fakt. Und zumal muss ich auch sagen, er ist gestern auch wieder als zentraler Innenverteidiger reingetan, wo er eigentlich, wie gesagt, ist er ein Sechser. Auch wenn er das kann, und das war jetzt auch nicht so verkehrt. Also es war jetzt auch nicht so, das finde ich manchmal so ein bisschen übertrieben, wenn man dann sagt so, hier, das war ja keine Qualität oder so, das ist Quatsch gewesen. Also hat er zwei, drei ganz gute Zweikämpfe gehabt, ist gut nach hinten gelaufen, hat auch wieder ganz gutes Tempo auch noch mitgenommen gehabt, ist ja auch ein großgewachsener Spieler, muss man sagen, wenn der einen Schritt macht, macht so ein 1,70 Dribbler halt 3 Schritte, ne? Aber ja, das kommt natürlich alles dazu. Ja, vor allem, ich finde, ich persönlich halte da sowieso nichts von, Leistungen nach der DFB-Pokalrunde zu bewerten, weil Wolfsburg hat generell jetzt nicht gerade einen guten Kick gestern gezeigt. Ja. Und wenn man so will, damals unsere Phase von 2011 bis 2013/14, wo wir 3-4 Mal gegen Drittligisten in Folge ausgeschieden sind, da müsste man auch die gesamte Qualität der Mannschaft absprechen. Und in der Phase haben wir trotzdem damals auch immer den Klassenerhalt geholt. So, ich finde, so dieses Argument, dass man eine Leistung nach einer DFB-Pokalrunde bewertet, das finde ich persönlich ist jetzt kein brauchbares Argument, um halt einen Spieler gut oder schlecht zu finden, meiner Meinung nach. Sehe ich auch so. Also im DFB-Pokal muss man sowieso sagen, muss man das immer einschätzen, weil der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Regeln, sagt man ja nicht ohne Grund. Dennoch muss ich sagen, war das natürlich auch positiv zu sehen, dass Wolfsburg da eben wirklich in ein paar Sachen Probleme hatte, weil wir das ja mitnehmen, ne? Wir spielen ja nächste Woche nur mal gegen die, und ich glaube, ich nehme lieber das, was gestern war, sage ich ehrlich, als jetzt im anderen Fall, wenn Wolfsburg gestern Jena irgendwie 6-0 weggeschossen hätte. Dann hätte ich eher so ein so ein komisches Gefühl im Magen, als jetzt das Spiel gestern. Letzte Minute 1-0 gewonnen, okay, weißt du? Ja, genau. Fand ja, gestern richtig stark nach der Einwechslung. Ja, siehst du, deswegen sage ich dir, das ist auch immer so eine, die einen sind so, die anderen so, ne? Der Daumen ist gedrückt. Ja, Freunde, das ist übrigens sowieso mal. Wir sind die ganze Zeit hier, viele Leute auch drin, also lasst gerne mal auch ein Däumchen nach oben da und auch ein Abo da, denn damit supportet ihr völlig kostenlos diesen Kanal. Ja, ich habe es gerade unterbrochen. Nö, ich glaube, das war schon, was ich sagen wollte, aber hier, um auch nochmal hier da auch Dennis zu bestätigen, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Bremen jetzt, wenn sie noch, also ich glaube, persönlich glaube ich noch, auf die Aussage von Baumann, dass gar nichts mehr da ist, da kann man, finde ich, keinen Cent drauf geben, weil Baumann hat das schon so oft gemacht, dass er halt gesagt hat, wir haben nichts, man hat aber im Endeffekt trotzdem noch was verpflichtet. Deadline Day Baumann, sozusagen. Und hier, ich glaube auch schon, dass da noch ein paar Reserven verfügbar sind. Und da gebe ich Dennis auch recht in der Kommentarspalte hier, dass wenn wir überhaupt noch was holen, dann muss es auch wirklich eine qualitative Verstärkung sein. Und ich persönlich finde, da macht eigentlich Stand jetzt momentan am meisten halt auch die Sechser-Position mit Guilavogui Sinn, so. Ja, also ich kann das absolut verstehen. Also ich sage ja auch, wenn jemand kommt, dann muss es ein Qualitätsspieler sein. Einen für die Breite würde ich auf gar keinen Fall holen, weil da in der Breite sind wir wirklich gut aufgestellt, das muss man so sagen. Das heißt, sollte jetzt noch jemand kommen, muss dieser Spieler eigentlich für die erste Elf vorgesehen sein. Alles andere macht eigentlich wenig Sinn, muss man auch so sagen. Auch Antwort auch gerade geschrieben, wenn man nach der Leistung DFB-Pokal bewerten würde, müsste Leverkusen ja absteigen. Ja, überlegt mal auch. Gerade Leverkusen mit dem Überkader verliert dann gegen Elversberg. Also ich weiß nicht, wie viel Millionen der Kader wert ist, 500 Millionen oder so, spielen dann gegen Elversberg und verlieren, ne? Also deswegen, ja. Und ja, die... Genau, oder auch Fürth gestern, also auch so, die verlieren gegen Oberligisten, müsste Fürth ja jetzt auch eigentlich absteigen oder durchgereicht werden in die dritte Liga, so ist ja auch. Köln ja gestern auch rausgeklungen. Gestern gab es einige Patzer, so ein bisschen. Pauli und Wolfsburg waren auch im Zittern. Ich bin gespannt, wie das heute auch weitergeht, aber ja, gibt es Neuigkeiten zu Leonid Mina? Nee, habe ich tatsächlich auch noch nichts gelesen, bin ich auch gespannt drauf, ob man den jetzt holt oder nicht. Und hier auch, schreibt auch, Baumanns Aussagen waren taktisch, er hält sich jetzt viel bedeckter, um uns zu überraschen. Ja, ist weniger, um uns zu überraschen, eher mehr taktisch ist das Ganze auch, ne? Um da alles auch so ein bisschen im Hintergrund in Ruhe zu machen, durchzugehen. Wie gesagt, das habt ihr ja auch wenn ich jetzt zum dritten Mal mich gerade auf die Werder-Doku berufe, aber daran seht ihr auch, wie sehr die mir gefallen hat, diese Einblick halt auch zu sehen. bei dem Weiser-Transfer war ja nicht viel anders. So, die Transferperiode war eigentlich hier wieder abgeschlossen. Trotzdem kam eine Situation auf, wo man sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, ey, da müssen wir zumindest mal drüber sprechen, ob wir das machen oder nicht. Ne? Und es gibt dann eben gewisse Sachen, wo man dann auch nochmal zweimal vielleicht überlegt, weil es halt einfach in dem Moment vielleicht sehr viel Sinn macht. Ne? Genau, Baumi ist ein Schlitzohr. Ja, also man muss ja auch sagen, die Transferperiode jetzt ist auch wirklich eine gute Transferperiode. Übrigens 81% im Chat finden oder würden Josuha Guilavogui für die 6 gut finden. Ja, das, also auch um Baumanns Taktik, das ist ja auch immer logischer oder auch sinnvoller, wenn du dich jetzt zurückhältst und sagst so, wir haben keine Mittel mehr und wir sind sehr zufrieden mit dem Kader, was Clemens Fritz ja auch gesagt hat, weil andere Vereine kriegen ja auch um die Situation mit Werder mit und das ist halt Verhandlungstaktik, würde ich jetzt mal so sagen, weil wenn Baumann jetzt sagt, ja, wir brauchen noch unbedingt einen für die 6, wir wollen unbedingt da noch nachlegen und Werder fragt jetzt zum Beispiel, jetzt würde jetzt mit diesem Gedanken bei Wolfsburg anfragen, dann würde Wolfsburg, wenn sie dann zum Beispiel einen Spieler behalten wollen würden, oder sagen wir, gehen wir mal davon aus, sie wollen Guilavogui behalten, dann können sie halt mit der Ablöse höher gehen, weil sie sagen, ja, Bremen ist verzweifelt, die brauchen unbedingt den Sechser, wir gehen höher mit der Ablöse. Und das bringt halt dann auch nochmal verhandlungstechnisch mit anderen Vereinen Bremen in eine bessere Lage, wo dann halt quasi nach außen getragen wird, wir brauchen nicht unbedingt, aber wir würden noch gerne. Und dann hat man halt vor allem für den Verein finanziell nochmal, kann man daraus... Beziehungsweise, nee, ich fasse mich gerade. Könnte Werder sich halt dann nochmal so ein bisschen finanzielle Vorteile eventuell erspielen. Indem das zum Beispiel schon mal die Ablöse des hier Spielers, den man haben möchte, gedrückt wird. Absolut, vor allem muss man halt da sagen, wie gesagt, da ist halt ganz viel auch oft taktisch gewesen. Auch in den vergangenen Jahren, wenn wir jetzt jede Aussage 1:1 ernst oder also angenommen hätten, dann hätten wir auch schon 5-mal einen neuen Sechser geholt. Also auch das, ne, wie oft wurde da gesagt, da wird einer geholt. Oder der und der bleibt auch und Klasen, auch die Nummer damals und dann war der Ersatz Erras, da will ich ja gar nicht mehr drüber nachdenken, also das ist ja ganz crazy, deswegen manchmal muss man halt auch eben so ein bisschen die ganze Nummer abwägen, natürlich ist es am Ende, also das muss man auch nochmal betonen, das alles hier jetzt gerade um Guilavogui ist ein bis jetzt Internetgerücht, wo es sein kann, muss aber nicht sein. Und deswegen finde ich es aber umso cooler, ja auch so in dieser Runde Zusammenhalt darüber zu sprechen, dann zu gucken, okay, fällt mir das gut oder nicht. Man sieht es ja auch jetzt hier, 82% fänden die Nummer gut. Ne? Also die Mehrheit würde sagen, ja, das wäre eigentlich eine coole Sache. Und ich habe es jedem angeboten oder biete es ja auch an, auch gerade die vielleicht was gegen so einen Transfer hätten, auch sich hier zu äußern, machen da meistens die wenigsten. Das ist dann meistens eher irgendein Profil mit XYZ und dann eine Nachricht. Das passiert sowieso nicht. Moin Meister, Alphabeats, grüß dich mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ja, aber das finde ich ja auch an diesen Transfers halt so mit das Spannendste, auch jetzt in diesem Jahr, dass es halt auch so unterschiedlich sein kann. Zum Beispiel wurde von Stay oder hier Berg auch ja gar nicht hier so also wirklich was in Zeit, auch da ja von der Deichstube so, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht direkt berichtet. So, das kam ja auch viel mehr überraschend, so aus dem Nichts, dass halt auf einmal da 2 Spieler halt in einer Woche aufkreuzen, beziehungsweise an einem Wochenende ja geführt. Und dann zum Beispiel wiederum, und da wurde halt nur im Forum vage drüber berichtet, aber zum Beispiel bei Buchanan war zum Beispiel die Deichstube mit als erstes, die halt von fortgeschrittenen Verhandlungen gesprochen hat. Genau. So, und das finde ich dann halt, und das ist ja auch das, auch jetzt in dieser Transferperiode das Geile, weil es halt auch immer unterschiedlich ist halt, dass halt irgendwie alles möglich ist. Das ist auch so und genau das ist ja auch das Beispiel, jetzt nur mal so bei Weiser die Nummer, das war an dem Tag, wo ich das letzte Mal ein Video über Weiser gemacht habe, bevor er kam, wo ich gesagt habe, jetzt hat er den Berater gewechselt, jetzt wird es ernst, da jetzt kommt Bewegung rein, ich sag euch, Weiser kommt oder habe im Gefühl, er wird kommen. An dem Tag, wo ich dieses Video hochgeladen habe, haben 2 Zeitschriften einen Artikel gemacht, trotz Beraterwechsel wird es keine Bewegung geben, Stillstand, und das Ding wird nichts. Und dann 2 Tage später war Weiser auf einmal da. Also deswegen sage ich ja auch, das ist, diese Transferzeit ist da immer spannend und man muss immer gefühlt auf allen Seiten und Plattformen auch verfolgen. Selbst 90 Min, die ja gerade am Anfang oft falsch schlagen und immer wieder auch falsch gelegen haben. Oder auch mit Groß zum Beispiel, Pascal Groß ja viel Quatsch auch geschrieben haben, muss man sagen. Aber auch die waren bei Birk zum Beispiel absolut richtig, ne? Hatten auch den Einzelartikel mit Oliver Birk gemacht, dass der auf jeden Fall auch noch kommen wird. und ungefähr 2-3 Stunden später war er dann da. Das war übrigens bevor diese Bilder aufgetaucht sind. Also nicht, dass jetzt, ne, wenn jetzt Leute mit den Bildern, das war davor, haben die schon den Artikel rausgehauen. Deswegen ja, auch jede Zeitschrift, jede Quelle kann dann da eben auch mal richtig liegen. In dem Moment jetzt würde ich es, wie gesagt, nehmen. Auf der 6. Position, sowieso eine Position, wo ich sage, wenn man einen Qualitätsspieler bekommt, würde ich den nehmen. Aber ich möchte halt eigentlich ungern einen Transfer jetzt noch bei Werder sehen, der einfach nur so für die Kaderbreite ist. Das würde ich gerade überhaupt nicht fühlen, sag ich persönlich. Ja, geht mir genauso, weil Kaderbreite, da finde ich, brauchen wir nichts. Wir sind eigentlich auf allen Positionen, wenn wir jetzt noch, sagen wir jetzt mal, hypothetisch gesehen, Guilavogui kommt jetzt nächste Woche, sind wir auf jeder Position fast doppelt oder dreifach besetzt. So. Ja. Und das ist von der Breiteste gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Bin ich vollkommen bei dir. Felix hat auch gerade was Interessantes geschrieben, was mir sehr oft, Felix, da bist du nicht alleine mit, das wurde auch teilweise auch beim Community-Tab geschrieben, sicherlich würde er uns weiterhelfen, Punkt, würde aber eher auf Grueff bauen, eher im offensiven Mittelfeld jemanden holen. Denke, da wäre es wichtiger. Das habe ich sehr, sehr oft geschrieben und einer der Hauptgründe ist meistens auch diese Ankurbelung für das Offensivspiel von Werder halt, ne? Um dann wirklich eben, auch das Offensivspiel mehr anzuregen, mehr in die Tiefe zu gehen, mehr die Stürmer zu füttern, mehr auch vielleicht einfach Kontrolle dazu kriegen, Kreativität zu kriegen. Das hat man oft gelesen. Also ich kann das Argument schon verstehen. Ich hoffe aber tatsächlich, dass in diese Rolle eben auch Romano Schmied vor allen Dingen an erster Stelle reinwächst. Ich bin auch immer noch offen dafür, wenn auf einmal Leo Bittencourt sich in so eine Rolle reinsliden würde und auf einmal extrem viel zeigen würde. Ich bin auch bei euch, zumindest, oder bei denen, die das sagen, ich glaube auch, die erste Liga passt besser zu ihm. Auch wenn ich noch nicht überzeugt bin davon, dass er jetzt der Überperformer wird, möchte ich das natürlich gerne abwarten, aber, das habe ich auch schon mal offen gesagt, das ist ja kein Geheimnis, wenn es jetzt ein Angebot für Leo kommen würde, würde ich jetzt auch nicht, ne? Also, ihr versteht, was ich meine. Ja, genau. Ja, hier kommt auch eine Frage, Rinico, ohne jetzt genaue Namen zu nennen, hattest du schon mal Gespräche mit ein paar Werder-Spielern, die ein bisschen mehr wussten, wer noch so kommt? Also, ich sag mal so, ich habe auch schon mal mit dem einen oder anderen Spieler geschrieben und ja, habe dann einfach so durch die Blume auch ein bisschen so Faxen geschrieben. Also spaßhalber geschrieben, ey, und wie sieht es bei dem und dem aus? Ne? Und dann, wenn dann lachendes Mal so zurückkam oder so, denkst du dir vielleicht deinen Teil. Aber ich habe nicht mit den einzelnen, also mit aktiven Werder-Spielern drüber geschrieben, ey, wer kommt noch oder wer geht noch oder so. Das nicht, ne? Wenn dann sowas mal durchrutscht, dann sind meistens auch viele Leute, die ums Stadion rum oder auch allgemein, das wird euch mit Sicherheit klar sein, habe ich ja auch ein paar Leute, die mir manchmal einfach so was sagen, was bevor das halt raus ist, ne? Wie jetzt zum Beispiel die ein oder andere Vertragsverlängerung, die ich dann vielleicht schon wusste oder auch das ein oder andere Gerücht schon wusste, aber ja, das ist auf so ein bisschen bedingt dem Kanal, ne? Einfach, das ist ja, ihr müsst euch auch so überlegen. Aber wenn jetzt zum Beispiel morgen Spieltag wieder ist, im DFB-Pokal, morgen kann man auch sicher sein, dass Instagram auch komplett voll mit Nachrichten ist, weil so ziemlich jeder mir nach dem Spiel dann auch schreibt, ey, wie fandst du das und das oder das und das fand ich geil und so, ne? Das ist halt klar, wenn man so einen Kanal irgendwo führt, oder? Deswegen hat man halt zu sehr vielen Leuten dann irgendwann auch Kontakt, ja. Ja, also ich persönlich halt, aber man muss auch immer bedenken, so dass Spieler häufig selber auch das aus diesem Vereinsumfeld direkt selber auch immer mit als letztes erfahren, zum Teil. Genau. Weil das ist das eine Ding, so ich habe auch Kontakt zu einem, oder ich bin mit einem Spieler tatsächlich befreundet. Mhm. Ich frage den auch manchmal immer so neu hier, Lasse Rosenwurm. Und den frage ich halt auch immer so aus Neugier, sage ich immer so, komm Lasse, was geht denn da jetzt noch so, hier und da, so kann ich dir selber auch nicht sagen. Dann kriege ich halt immer so den Korb quasi von ihm, aber ist ja auch. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, Lasse ist auch noch nicht so bei oben drinnen. Ne? Das stimmt auch. Ich bin ja auch ganz gut mit dem, habe ja auch schon ein paar Mal mit ihm geschrieben gehabt. Ist auch wirklich ein feiner Kerl, muss man an der Stelle sagen. Habe ihm da auch echt die Daumen gedrückt, muss man auch sagen. Also ohne, dass, selbst wenn ich jetzt keine Sympathien zu Lasse hätte, hätte ich ja trotzdem ganz neutral seine Leistung so oder so im Kanal hier auch bewertet gehabt. Und der hat eine super Vorbereitung gespielt. Das ist so, hat sich da zeigen können. Interessant wird sein, was in Zukunft da halt so geht, ne? Aber ist ein super interessanter Mann, auf jeden Fall. Und morgen eine Runde weiter. Genau. Ja, ich glaube, wir sind alle schon so ein bisschen aufgeregt und angestichelt auf den DFB-Pokal. Ne? Ich glaube, das ist halt etwas, Ich glaube, die Sommerpause ist immer, man sagt immer so beides, ne? Einerseits hast du natürlich die Transferperiode, wo du über sehr viele Spieler redest. Manchmal passieren Sachen ganz schnell und ganz viel, dann wird es immer hektisch und man ist halt so ganz oft dann am Handy, ne? Und weiß was ich was. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, jeder ist auch froh, wenn es dann immer wieder losgeht, ne? Das ist halt so immer dieses Fluch und Segen-Thema. Aber ich persönlich freue mich unfassbar. Also ich sage es euch wirklich, ich freue mich auch so sehr, wieder mit euch zusammen im Stream zu sein und einfach die Spiele zu gucken, zusammen lachen, zusammen weinen gefühlt, ne? Je nachdem, wie die Spiele sind, muss man ja mal gucken, aber ja, ich hoffe natürlich auf gute Sachen. Ja, ich denke, also ich bin optimistisch für die Saison, muss ich sagen. Und das hat man ja auch schon in der Doku gesehen, die Mannschaft wurde ja eigentlich zum Großteil, also der Kern, der besteht ja bis auf ein paar jetzt Reservespieler, die abgegeben wurden, ist ja die Mannschaft zusammengeblieben und jetzt auch schon an der Doku erkennt man ja auch schon zum Teil oder auch so, wenn man quasi so die öffentlich oder so halt auf Social Media guckt bei Werder, dass halt auch die Mannschaft an sich ja super funktioniert. Also von der Chemie her passt ja wirklich alles. So, und wenn eine Mannschaft schon gut harmoniert untereinander und auch jeder quasi den anderen kennt, hilft das natürlich auch enorm weiter, gute Erfolge zu erzielen. Ganz kurz. Und zwar ein Schlüssel. Liegt, glaube ich, da im Wohnzimmer oder Küche. Eins von beiden. Ich muss dazu sagen, Doku vorsichtig, ihr könnt, also ich will jetzt auch gar nichts spoilern über die Doku, aber was mich mal interessieren würde, ist gerade, ihr könnt mal im Chat reinschreiben, wer von euch, sagt ehrlich, eins im Chat, bei wem es war, hat auch ein bisschen anders vielleicht nach der Doku über Markus Anfang gedacht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Das ist einer der, ich glaube, also mit den meisten, wo ich über die Doku rede, sagen dann, aber auch krass, du magst anfangen. Also das ist so immer so ein Satz, der dabei ist. Aber wie gesagt, ich werd zu Doku erst was sagen, wenn die komplett draußen ist, weil ich weiß, manche warten auch darauf, um sich die an einem Stück dann reinzuziehen. Aber danach werde ich auf jeden Fall auch ein Fazit machen. Ich kann bis jetzt nur sagen, alle, die vielleicht auch noch überlegen sind, lohnt sich das oder so, spielt das in eurem Kopf so durch, dass ihr sagt, praktisch wie als ob ihr ins Kino gehen würdet. So. Dann habt ihr halt da 30 Euro gefühlt, aber habt halt auch 6 Folgen, beziehungsweise in deren halt denkt ihr euch einen längeren Film, ne? Den ihr da guckt und der wirklich einfach eine super Sache ist. Im Idealfall, wenn wirklich welche am Überlegen sind, connectet euch. Guckt die dann zu zweit oder zu dritt, trefft euch bei jemandem und dann Popcorn auf und gib ihm, ne? Das ist, lohnt sich wirklich. Also jeder, der die noch nicht gesehen habt, ihr müsst die gucken. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Also mir hat sie auch gefallen. Ich habe zwar die ersten 5 Minuten mit dem Abstieg geskippt, weil das immer noch wehgetan hat. Da wär ich immer noch sauer von. Ja. Aber auf jeden Fall so, was man da auch so für Einblicke kriegt. Also ich finde ja generell auch so diese Dokus ja auch total spannend. Ich habe früher auf Netflix auch immer die hier Sunderland-Doku geguckt. Ja. Das kann man sich so vorstellen, das ist so ähnlich quasi. Oh Gott. Ja, Köln hat ja auch sowas gehabt, ne? Köln, Bayern, ja, genau. Das gibt es ja mittlerweile von vielen Vereinen und ich finde die Sachen immer geil, deswegen fand ich es umso geiler, dass Werder das auch gemacht hat. Ich hoffe davon ab, dass es auch so, vielleicht mal so eine längere Reihe halt gibt, ne? Das sind jetzt 6 Folgen, ist ja auch alles schön und cool und so, aber es gibt ja manche Dokus, die dann wirklich gefühlt, da kommt ja eine Folge im Monat so, ne? Und das ist dann sowas natürlich auch immer ganz geil. Ja, oder halt am Ende da, oder dass man es halt wirklich durchgehend fortzieht. Also, dass auch dieses Jahr dann wieder quasi mitgegangen wird, dass man da quasi mehrere Staffeln draus macht. Genau. Das wäre auf jeden Fall extrem geil. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie gut die ankommt. Deswegen sage ich ja auch, ihr müsst die alle gucken. Ja, eben. Alle DAZN-Abo holen für die günstigen 30 Euro. Okay. Leider muss man ja so ein bisschen dazu sagen, wenn man Werder-Spiele gucken will, brauchst du ja eigentlich so oder so DAZN, ne? Ja, das sowieso, ja. Das ist halt Sonntag auch so. Und Freitag. Genau. Das ist halt auch krass. Jetzt Sonntag und Freitag auf DAZN, ne? Nur noch Samstag hast du Sky. Ja, eben, das regt mich auf. Das regt mich sowas von auf. Aber man kann ja auch mit Sky Q, kann man sich auch quasi DAZN quasi mit reinholen in Sky, also. Habe ich gemacht. Das ist das, was, also. Ah, okay, ja. Ich habe dieses Komplettpaketpreis habe ich seit einem Jahr schon. Ich habe, als wir in der 2. Liga, also bevor wir abgestiegen sind, hatte ich mit Sky praktisch gesprochen gehabt, ne? Und dann war das so im Laufe der Saison, da ging es dann darum, wegen hier, machen wir was wieder am Preis, tun wir was weg dazu und so. Dann habe ich im Prinzip meinen selben Preis, den ich so oder so bezahlt habe. Ich glaube wirklich 5er mehr oder so, also wirklich nicht viel. Und hatte dann aber DAZN dafür dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, da machen wir das und dann behalte ich das auch bei. Und für die Kunden, die das da haben, haben ja trotzdem, wie heißt es? Haben ja dann, was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich denn jetzt? Guck mal, jetzt habe ich einen Denkaussetzer mitten im Satz gehabt. Perfekt. Ich habe jetzt auch gerade nicht so Dings, weil ich gerade Dennis Beiträge gelesen habe im Chat. Ja, bei mir ist das manchmal voll oft so, dass ich rede und lese währenddessen auch weiter, um dann halt so auf das nächste einzugehen. Das machst du irgendwann so automatisch schon. Und jetzt ist das voll Aussetzung. Ah ja, genau. Für die Leute, die halt damals das so gemacht haben, also der Sohn und Skyler so verknüpft, für die ist es jetzt eigentlich auch nach Preiserhöhung nicht teurer geworden. Also ihr zahlt dann immer noch euren Komplettpreis sozusagen. Ja, genau. Ja, ich muss das noch alles ändern. Das ist... Mal gucken. Bei mir läuft es nämlich jetzt demnächst ab, deswegen. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich habe wieder... Boah, scheiße, ich weiß auch nicht. 1000 Abos und trotzdem kriegst du nicht alle Spiele reingeführt. Ja, das ist ganz crazy. Ja. Ich sag ja, das fängt ja bei Fußballspielen an und hört bei Filmen auf. Ne? Das ist ja wirklich so überall. Überlegt mal, was habt ihr allein alles für so Streaming-Anbieter? Da gehst du ja kaputt. Ne? Allein nur für Werder brauchst du auf jeden Fall. Es reicht ja auch nicht nur Sky Sport Bundesliga. Du musst ja auch Sky Sport Bundesliga und Sky Sport haben, wenn du auch DFB-Pokal gucken willst. Hast schon mal 2 Abos auf gut Deutsch, ne? Dann holst du dir noch DAZN für freitags und sonntags. Musst du ja im Prinzip auch haben jetzt mittlerweile. So. Oder auch für die Werder-Doku dann. Das heißt, du hast schon 3 Abos nur allein für Werder. So. Das ist halt echt sowas. Dann willst du vielleicht noch Filme gucken, hast vielleicht noch Netflix. Dann die Kinder haben vielleicht dann noch Disney Plus. Oder auch die Erwachsenen. Aber ne, das ist halt auch nochmal so ein Ding, wo du dann vielleicht Disney Plus nochmal mehr machst. Amazon Prime haben die meisten sowieso. Ja, bist du bei 100 Euro knapp. Ja, genau. Ja, safe. Also ich bin bei über 100 Euro bei allen Sachen, aber ich habe auch wirklich alles. Ich habe auch TV Now und so einen ganzen Kram. Ja, okay. Das habe ich mir jetzt nicht... Also TV Now habe ich jetzt nicht... Und ja, RTL Plus hatte ich auch noch mal eine Zeit lang, weil ich die Frankfurt-Spiele gucken wollte. Deswegen. Was ja die eigentliche Frechheit bei sowas noch ist, wenn du dann überlegst, ne? Ich gucke zum Beispiel gar keinen normalen Fernseher mehr. Nur noch halt diese ganzen, ne? Fußball- und Streaming-Anbieter und Sky. Und trotzdem zahlst du ja auch Rundfunkgebühren, ne? Also das ist halt auch sowas, wo ja, dann so... Ja, wenn du schon Pay-TV hast, warum musst du dann das auch noch, ne? Aber gut. Ja. Wer ist denn morgen im Stadion? Chat, sehr geile Frage auch mal. Wer ist denn morgen da? Schreibt's mal gerne rein. Wer ist denn gegen Cottbus im Stadion? Wenn du international schon willst, brauchst du noch 2 Abos. Ja. Ja, das ist geil. In 2, 3 Jahren brauchst du ein Abo auf Astro TV und Disney Plus, um alle Werder-Spiele zu sehen. Ja, sehr geil. TV Now ist RTL Plus, ja genau. Staatliche Preise kommen auch noch dazu. Ja, genau, dann gehst du noch ins Stadion. Also, ich sag ja, so als Fußballfan ist mittlerweile ein teures Hobby. Dann überleg mal Trikots. Willst du dir Werder-Trikot kaufen, bist du immer ein 100er weg, ne? Also auch nochmal so mal eben mit dabei. Ist ja schon krass. Ja, also mich persönlich regt es auch mehr auf, tatsächlich. Ja, der Preis ist schon echt sehr übertrieben. Aber dass du halt auch wirklich gefühlt 20 Abos brauchst, dass du immer hin und her switchen musst, dass du überhaupt dann das gucken kannst, was du willst. So in England zahlst du ja für das, was du dann sehen willst. Ich glaube, für 2 Abos zahlst du da ja schon die 90 Euro. Allein um Premier League zu schauen. Ja. Aber das ist das dann im TV irgendwie, ne? Das kannst du so freischalten direkt, ne? Ja, genau. Ja. Ist zu weit weg. Ja. Ich hier verabschiede mich, Nico. Ja. Mittagessen. David, schön, dass du dabei warst. Danke dir. Ja, kein Problem. Dir noch einen schönen Sonntag, wa? Gleichfalls. Danke. Ciao. So, guck mal, das war der David auch. Hatte ihm letztens noch versprochen gehabt, der wäre eigentlich beim Werder-Podcast letztes dabei gewesen, aber ging mit seiner Cam nicht. Deswegen hatte ich ihm nicht versprochen, hat jetzt gut gepasst. Ja, natürlich könnt ihr alle auch eure Meinung noch zu Guilavogui reinschreiben. Ja oder nein, pro oder contra. Ich habe es ja auch hier als Frage reingeschrieben, einfach, ne, was sind die Vor- und was sind die Nachteile, dass eine offene Diskussion ist. Finde das auch immer ganz spannend, wenn wir mit so einem Thema reingehen und dann überlegt man, wo wir jetzt am Ende wieder enden. Wir enden übrigens öfters darüber, dass wir uns über die Streaming-Angebote beschweren, ne? Also das ist halt auch so ein Thema. Ja, das ist halt, man sieht auch, dass das mehrere Leute beschäftigt, finde ich persönlich, ne? Ich gucke auch mal gerade in die Umfrage rein. Guck mal, 82% haben hier gesagt, fände ich gut. Also das hält sich auch die ganze 82% die ganze Zeit. Aber Freunde, wirklich, wenn ihr den Kanal auch unterstützen wollt, lasst auch gerne mal ein Däumchen nach oben da. Wir haben jetzt 46 Likes. Ich glaube, die 100 Likes sollten wir auf jeden Fall erreichen, ohne Probleme. Ist für euch vollkommen kostenlos. Einfach nur ein Däumchen drücken und supportet wirklich auch den Kanal. Aber das ist pro Saison gefühlter Kleinwagen. Also wenn du wirklich als Fußballfan alles mitmachst, ist es im Prinzip ein Kleinwagen pro Saison. Ja, safe, 100 Pro. Ist wirklich so. Kommst ja gar nicht mehr drum rum. Ich sag ja, das ist schon krass geworden. Also für alle, die auch vor allen Dingen kein Pay-TV und so weiter haben, ne? Macht euch keine Sorgen. Ich werde alle Werder-Spiele natürlich auch wieder streamen. Mit ein, zwei Ausnahmen, wo ich da mal ins Stadion gehe. Ich werde aber diese Saison, zumindest jetzt in diesem Jahr, also 2022, habe ich bis jetzt noch nicht vor, hochzufahren nach Bremen. Das heißt, ich werde eher so bei Auswärtsspielen, die bei mir in der Nähe sind, dann auch vorbeifahren. Vielleicht Leverkusen, Köln, so diese Ecken. Frankfurt war ja eine Überlegung. Schalke, Dortmund, vielleicht mal gucken. Ich weiß es alles noch nicht. Ich muss alles mal durchgehen so. Aber ich werde größtenteils alle Spiele auch wieder streamen. Ich finde das total cool, dass wir praktisch aus überall Deutschland, egal woher die Leute halt sind, zusammen dann eben Bremen gucken und verfolgen. Und freue mich auf diese Streams auch wirklich sehr, sehr, sehr. Und mich würde es wirklich auch mal freuen, wenn ihr mal reinschreiben würdet, auch gerade jetzt gleich, nachdem der Stream praktisch dann wieder gespeichert ist und im Nachhinein auch sehbar ist, wenn ihr da unten mal reinschreiben würdet, wie findet ihr das eigentlich mit Guilavogui? Weil die Leute sehen ja eure Meinung nicht im Nachhinein groß. Das heißt, ihr könnt das als Kommentar auch nochmal verpassen. Und vor allen Dingen auch, wie gefällt euch dieses jetzt eigentlich so? Dass ich dann auch ab und zu einfach mal live gehe und das, also wenn es um Werder geht, nur auf diesem Kanal hier, wird es immer exklusiv auf diesem Kanal jetzt hier geben, live gehen mit euch hier zusammen, so talke, wie gefällt euch dieses Prinzip praktisch, dass eben das auch für die Leute ist, die im Nachhinein das gucken wollen. Das ist ja so bei Twitch immer so ein bisschen das Problem. Hier ist das ja alles sehr einfach, sage ich mal. Ne? YouTube kann jeder bedienen, ob groß oder klein. Und so hat halt auch jeder die Möglichkeit, wenn er den Stream mal verpasst, dass er den sich halt im Nachhinein nochmal komplett reinzieht. So, ne? Ja, so. Deswegen, das fände ich schon ganz geil. Wann bist du morgen live? Gute Frage. Wann ist denn Anstoß morgen? 18 Uhr ist Anstoß, glaube ich. 18:01 Uhr, ne? Muss nochmal gerade kurz gucken. Ich meine, 18 Uhr war das? Ja, 18 Uhr ist Anstoß. Das heißt, was machen wir, Chat? 16:30 Uhr so? 16:30 Uhr für die Ersten, die dann von der Arbeit kommen, kommen danach. Also kommen praktisch danach dazu, würde ich sagen. So denke ich mal, ne? Also... Das denke ich mal so in diese Richtung, ne? Antwort, vielen lieben Dank, dass du geantwortet hast. Grüße aus dem schönen Schwarzen. Liebe Grüße zurück, mein Lieber. Ich würde jetzt den Stream wieder beenden. Ich bin einfach auch zu aufgeregt jetzt irgendwie. Ich merke, dass morgen Spieltag ist. Das habe ich vorhin schon gemerkt. Ich wollte vorhin eigentlich ein Video machen und habe ich gesagt, nee, lass lieber live quatschen mit den Jungs. Da sind bestimmt ein paar auch ganz, ganz aufgeregt. Und dann hast du halt einfach so vom Gefühl her, bist du eigentlich im Kopf schon bei morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Klar, wenn heute irgendeine Info oder sowas nochmal reinkommt, dann machen wir auch noch ein Video, ne? Aber im Kopf bin ich schon sehr bei morgen, muss ich ehrlich sagen. So, Freunde. Dann jetzt nochmal zum guten Abschluss. Wirklich, Freunde, lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Like da. Ich freue mich auch auf morgen auf euch. Morgen wird, glaube ich, auch wieder einiges los sein wieder. Weil ab morgen wieder so dieses... das losgeht, was man auch vom Kanal kennt. Viele sind auch wieder da aus dem Urlaub dann und haben einfach Bock. Ganz viele haben auch schon geschrieben, dass sie sich auf morgen freuen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf euch. Bis morgen, euer Nico. Und jetzt erstmal noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Ja? Viel Spaß beim DFB-Pokal gucken, wer es schaut. Also macht euch da einen schönen Tag.